Zersen, willkommen zurück zur Fallout 4 Automatron. Und schöne Grüße an die Chantal Bärenburg, die mir sozusagen in den Arsch getreten hat, dass ich mal hier ein bisschen weiter aufnehme. Ja, in letzter Zeit war ich etwas von der Arbeit geschafft und ich habe ja noch die ganzen anderen Videos, die ich täglich rausbringe. Und, oh. Hallo? Ich hab Angst. Ja, ich habe die ganzen Videos, die ich täglich rausbringe. Und da war ich etwas beschäftigt und dann habe ich doch das Video PC-Reparatur gedreht mit meinem Sohn zusammen und geschnitten und was weiß ich. Und ich habe es einfach nicht auf die Reihe gekriegt, mal kurz Fallout 4 einzuschalten. Aber das hole ich natürlich jetzt nach. Und hab schon wieder vergessen. Ey, meine Güte. Ich denk schon beim Sehen dann nix. Ja, das ist ja schon sowas wie ein Running Gag hier in meinem Let's Play. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Oh, du willst wohl was abhaben, kannst du vergessen. Ich bin etwas beeindruckt von den Lichtern, die sich hier gerade eingeschalten haben. Da ist wieder so ein Teil. Schnacksen wir erstmal nach oben. Da ist abgesperrt. Ach, da bin ich doch vorhin vorbeigekommen. Aha, da war alles finster. Und jetzt ist es nicht mehr finster. Da bin ich durchgelaufen, ja. Aha, da unten hängt. Ja, ja, ist ja gut. Jetzt mach mich nicht nervös, wenn du immer hier das Labern anfängst. Ey, laber nicht. Oh, ich sammle hier alles ein und... Ist doch nur Müll. Ist doch nur Müll, Cedes. Mich schon. Hau doch mal dem Cedes ein auf die Goschen. Alles nur Müll. Von da aus haben wir auch reingeschaut. Da waren wir auch ganz am Anfang. Das ist der Eingang, genau. Aha. Robotic units can move at any time. Juhu! Was kommt raus, ihr kleinen Mistkröten? Ich hab doch keine Angst vor euch. Ha. Aktivieren. Hallo? Jetzt. Soll ich die so abschießen oder was? Geht nicht. Ach, da hinten ist schon aufgegangen. Nehmen wir mal. Da müssen wir wenn dann lang. Halt, Mr. Täter. Halt, Mr. Täter. Oh. Oh. Du bist in mein Allerheiligstes eingedrungen und hast meine Roboter zerstört. Aber hier endet deine Schreckensherrschaft. Was für eine Schreckensherrschaft? Hey, Mister. Es gibt hier offenbar ein Missverständnis. Vielleicht sollten wir darüber reden. Das Commonwealth hat wegen dir mehr als genug Ungerechtigkeit erlitten. Stell dich der Macht des Mechanist. Meine rechtschaffenden Roboter werden deiner Tyrannei ein für alle Mal ein Ende setzen. Nein! Hör doch auf! Wir können doch reden! Erwisch ich den jetzt mal hier? Müllbot! Ja, du schickst Müllbots auf mich, oder was? Ich befürchte fast... Das wird dir nicht so viel bringen. Komm, Ada. Ich muss die Ada heilen. Nein, doch nicht aussteigen. Oh, Mann. Nicht doch, nicht doch. Boah, das war knapp, ey. Boah. Falschen Knopf gedrückt. Hör auf, hör auf, hör auf. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Boah. Warmobots. Verzieh dich! Und du auch! So! Freundchen!
Oh, 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 oh. Was ist denn? Boah. Alter Schwede, du. So viele. Boah, die sind doch viel. Die sind doch viel zu schnell für mich. Hoffentlich habe ich noch Stimpacks genug. Boah. Wenn ihr mich jetzt hier mit Facecam sehen könntet. Leck. Hört ihr mal. Verzieh euch. Boah, lasst mir meine Ruhe. Boah. Hilfe. Komm, Ada reparieren. So. Jetzt aber. Das werden ja immer mehr. Kommen die alle her? Das werden ja immer mehr. Oh nee, oder? Komm, jetzt machen wir erstmal den weg hier. Der Schutzturmbot, der ist nervig. Wow. Na endlich. Wow. Komm, Ada. Aufbruch. Den ist so leicht zu ersetzen, weißt du. Emittieren Selbstzerstörung. Code 001. Puh. So, dürfen wir jetzt mal reden miteinander, oder wie schaut's denn aus, mein Freund da oben? Jetzt hast du dein... Beeindruckend. Aber ich glaube, du hast deine Situation noch immer nicht völlig verstanden. Ich weiß zwar nicht, was du von mir willst, ich habe gerade hier deine ganzen... Sieh dich hier um. Diese gesamte Einrichtung untersteht meinem Befehl. Für jeden Roboter, den du zerstörst, kommen 10 neue. Wehr dich so viel du willst. Es gibt nichts, womit du mich aufhalten könntest. Nichts. Vario, oder? Mechanist. Verwende nun Stromreserven. Aha. Um dich kümmere ich mich persönlich. Kommt, meine Roboter, vernichtet sie. Wie jetzt? Es geht weiter, oder was? So, wo kommt denn jetzt her? Komm! Oh, Hilfe! Tesla spulen, mag ich nicht. Stromreserve bei 82%. Schalt das Ding aus! Ach so? Die Elektromagneten und fertig! Hol den Reizbox! Wen? Boah, wen? Wer kommt da? Boah! Alter! Bring sie rein, Spaß. Bring sie wer, was, wo, wann? Abwurf auf mein du Elbot! Oh, 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 oh. Alter! Ja. Boah! Echo Mio! Weg da! Weg! Alter Schwede. Leite Energie zu den Spulen. Stromreserve bei 34%. Darf man jetzt hier mal durch? Sorry, dass ich jetzt gerade nichts mehr sage, aber irgendwie, was ist denn das jetzt schon wieder? Oh. Stromausfall steht bevor. Verdammt, was? Gib alles, was du hast. Will. Mechanist! Ich will dich doch nicht töten, oder muss ich echt auf den Mechanist oben schießen auch? Das werden immer mehr! Boah, verzieh dich! Wow, 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 wow. Komm, Ada, helf mir, bitte.
So, wo ist da noch einer? Da, da hinten, der läuft noch da rum. Was für Spulen? Ich glaube, wir müssen irgendwas mit den Spulen machen, oder? Oder vielleicht doch nicht, oder? Da ist schon wieder. Zack. Ah, das hört nicht mehr auf. Aber hier kommen nur noch irgendwelche Schrott, ganz schrottigen Schrottbots. Ich glaube, der hat nichts mehr gut. 5. 4. Komm. Boah. Hopp. Das ist ja witzig. Also jetzt kommst du mir so langsam. Da kommt nur noch Schrott runter. Oh, Strom aus. Und jetzt? Bring den Strom wieder zum Laufen, Sparks. Dann den Notfallstrom. Komm, lass mich mal zu dir raufkommen jetzt. Ich will mit dir reden. Boah, Notfallstrom, wie? Das ist noch nicht vorüber, Bösewicht. Ich werde erst ruhen, wenn das Commonwealth dich los ist. Ich bin kein Bösewicht. Hör mir jetzt endlich mal zu. Ich bin kein Schurke. Hör mir einfach zu, von Angesicht zu Angesicht. Nun gut, ich höre dir zu, aber nur zum Wohl des Commonwealth. Komm her, Sparks. So, läuft jetzt darüber? Gut. Macht er mir endlich mal hier die Tür auf. Puh. Hey, ho, yo. Ach, da kommt er runter. Ne, da kann ich lang suchen nach dem Weg. Lass uns das freundschaftlich besprechen. Ja, wollte ich ja die ganze Zeit. Wer bist du? Meinst du nicht, dass du langsam deine Maske ablegen solltest? Du hast recht. Jetzt nö, nee, oder? Soll das jetzt ein Witz sein, oder was? Cruz. Der Mechanist war für mich nur eine einfache Möglichkeit, dem Commonwealth zu helfen. Aber trotz all meines technischen Wissens, all meiner Ressourcen, bin ich dennoch gescheitert. Wie soll das Commonwealth nur Hoffnung haben, wenn es Menschen wie dich gibt? Was habe ich denn gemacht? Mal kurz. Hey, ich bin nicht der Feind. Ich versuche, das Commonwealth gegen deine Roboter zu beschützen. Sie haben Unschuldige getötet. Meine Freunde. Sie waren einfache Händler. Alle getötet von ihren Robotern. Nein, das genau. Ist nicht wahr. Die Roboter sind zum Beschützen programmiert. Ihre Subroutinen sind eindeutig. Beobachten, evaluieren und entsprechend reagieren. Der Test war gründlich. Ich habe alle Szenarien durchgeführt. Alle haben bestanden. Tö, natürlich. Die sind da draußen mordende Horden sind da rumgerannt und haben alles niedergemetzelt. Freundchen. Puh. Wie kannst du nicht wissen, was sie tun? Du musst doch eine Möglichkeit haben, sie zu überwachen. Meine Bots haben nie gegen ihr Protokoll verstoßen. Ihre Daten zeigen lediglich, dass Feinde eliminiert wurden. Tja, eben. Du hast Mist gebaut. Eines deiner Robohirne hat ausgepackt. Die glauben, dass sie Menschen retten, indem sie sie töten. Nein, ich glaube dir nicht. Sie können ihre Programmierung nicht ändern. Und die besagt, dass sie Leute retten sollen, nicht töten. Ja. Dann schau dir doch, dann komm einfach mal mit zu mir nach Hause an Kingston Leuchtturm und hör dir mal das Robohirn an. Hörst du dir an? Denk mal nach. Es gibt wahrscheinlich einen Grund, warum diese Roboter nie in Massenproduktion gegangen sind. Die Verwendung eines menschlichen Gehirns erzeugt zu viele unbekannte Variablen. Tun Sie nicht so, als würden Sie alle kennen. Ich habe alle nötigen Vorkehrungen getroffen. Unschuldige hätten nie sterben dürfen. Und tja. Die Daten, sie meldeten immer getötete Feinde und gerettete Leben. Nein, das. Die Logik. Sie ist vorhanden. Jetzt begreife ich es. Ich hatte gehofft, dass es an den Robohirn lag. An einem Problem mit der Erinnerungslöschung. Aber du hast recht. Die oberste Direktive war fehlerhaft. Genau. Die Robohirne brauchen eine Erinnerungslöschung? Ja. Das menschliche Gehirn neigt dazu, sich neu zu justieren. Wenn es nicht korrekt gewartet wird, kann es zu Defekten kommen. Das Gehirn muss gewartet werden, das stelle ich mir gerade so geil vor. Boah, ja, das ist eine gute Frage, ob das überhaupt moralisch ist.
moralisch vertretbar? Nicht nur, dass du menschliche Gehirne verwendest, du löschst sie auch noch? Warum eine Ressource vergeuden, für die jemand gestorben ist? Eine schräge Einstellung, aber das gibt diesem Leben einen Sinn. Möglicherweise sind sie nach mehr als 200 Jahren Konservierung anfälliger für Defekte. Zu Defekten? Das ist die Untertreibung des Jahres. Das sind Killermaschinen. Ich treffe alle Sicherheitsvorkehrungen. Das Risiko ist minimal. Jetzt hör doch mal auf mit deiner Doktrin hier. Die haben ja alles niedergemacht. Jetzt kennst du die Wahrheit. Deine Roboter sind gefährlich. Jemand musste sie aufhalten. Der Held wurde unbewusst zum Schurken. Ich wollte dem Commonwealth helfen. Und meine Roboter sind alles, was ich kann. Ich fand diesen Ort hier und wollte endlich meinen Beitrag leisten. Ich übernehme die volle Verantwortung. Ich kann das Getane nicht rückgängig machen oder auch nur dafür Buße tun. Aber das hier muss nicht in Gewalt enden. Nee, muss es auch nicht. Das endet nur in Gewalt. Dein Plan ist nach hinten. Wozu die Maske ergeben? Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich möchte nur, dass du und deine Roboter damit aufhören. Okay. Ist so gut wie erledigt. Und du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Und auch sonst niemand im Commonwealth. Hier, nimm das. Das ist das Passwort für den Zentralrechner. Damit kannst du die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Mir wäre es einfach lieber, wenn du jetzt die Kontrolle über all das hier hast. Die Masterpasswort? Ja, okay, also damit habe ich jetzt wirklich überhaupt nicht gerechnet, dass da ein Mensch drunter steckt. Ist aber. Warte mal ganz kurz. Danke für dein Verständnis. Geht nicht mehr. Also, dass da ein Mensch drunter steckt, hätte ich jetzt nur wirklich nicht gedacht. Aber die hätte ich jetzt gern mitgenommen. Boah, erstmal alles einsammeln. Charisma und Intelligenz, Metallrüstung. Ich habe vor, so viel mit wieder tragen können. Ja, wahrscheinlich bald gar nichts mehr. So viel Zeug, wie das ist. Ja, das ist... Hallo? Was bist denn du für einer? Du bist doch dieser Sparkle, oder? Sparkles! Hoffentlich ist er nicht sauer, dass wir alle seine Kumpels gekillt haben. Muss man natürlich schön einsammeln. Ja, und dass die... komisch. Ich bin jetzt gerade immer noch am Überlegen über die Geschichte. Also sie hat gemeint, sie würde helfen, aber hat den Robotern komplett die Kontrolle überlassen, weil sie keine Möglichkeit hatte zuzuschauen irgendwie, oder zumindest hat sie nicht gescheit hingeschaut, oder hat es bewusst übersehen, was für Daten geliefert worden sind. Tja. Sieht man mal wieder. Ohne Kontrolle läuft irgendwann alles schief. Auch wenn es noch so geil gemeint war. Control Center, Facility Champ. Ach, schau na hi. Die hocken auch alle da dran. Ja. Ich bin der Mechanist. Ergebt euch. Ich werde nicht aufgeben. Aber von hier schaut es echt aus wie das Wario-Zeichen. Ich bin Wario. Ich werde Mario und Luigi zerstören. Das ist der Zentralrechner? Wow. Alter Schwede, das nenne ich mal... Und hier hinten können die Gehirne nachgeladen werden, oder? Das ist ja abgefahren. Übelst. So, komm, das machen wir noch in der Folge. Admin Login. Passwort erforderlich. Zugriff erlaubt. Sicherheitsalarm Epsilon 6 aktiviert. Sicherheitsalarm aufheben. Juhu. Du kannst jetzt die Werkstatt von das verstecktes Mechanist benutzen. Rede mit Isabel, rede mit Ada. Alle Sicherheitswarnungen. Scanne nach feindlichen Zielen, Ziele entdeckt. Schalte feindliche Ziele aus, bitte warten. Scanne nach feindlichen Zielen, keine Ziele entdeckt. Scanne nach Systemfehlern.
Störung der Energieversorgung entdeckt. Stelle Energieversorgung wieder her. Scanne nach Systemfehlern. Mehrere Systemfehler entdeckt. Erbitte Reparaturen. Hebe Sicherheitsabriegelung auf. Abgeschlossen. Fertigungsbandsteuerung. Sicherheitstürsteuerung. Fehler in Relais 16.7. Maxlock Sicherheitstürsteuerinterface konnte nicht gestartet werden. Bitte wenden Sie sich zwecks Reparaturen an den Wartungsdienst. Ja, den würde ich ja gerne haben. Fehler, ungültige Antwort von Robco, Fertigungsband, Steuereinheit. Bitte wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Ach komm, reparier das doch mal. Aha. Boah, Alter. Was denn hier los? Und wo hast du die Rüstung hin? Isabel. Isabel Cruz, das kommt mir bekannt vor. Die kenne ich doch auch von irgendwo her. War die nicht schon mal im vorherigen Spiel? Hey, noch eine Sache. Wenn du einen Moment Zeit hast. Warte mal, war das nicht die, die abgehauen ist? Die Schwester von dem einen? Warte mal. Was gibt's? Eine Sache noch schnell. Ich wollte nur sagen, ich bin wirklich froh und dankbar, dass du mich hier bleiben lässt. Und als Beweis dafür, dass ich mit meiner Vergangenheit fertig bin, wollte ich dir das hier geben, als eine Art Versprechen. Das ist der Anzug des Mechanist, den ich gemacht habe. Aha! Ich wollte nämlich gerade vorhin schon sagen, wo ist denn der Anzug hingekommen? Oder habe ich schon gesagt? Ich glaube, ich habe schon gesagt. Um 15%, ja toll. Schaut, der Helm ist geil und den setze ich mir auf jeden Fall auf und motz den auf. Charisma und Intelligenz, jawohl, ja. Das gefällt mir. Danke. Ist schon gut. Es gibt da noch was. Etwas viel Größeres. Da draußen sind noch immer Roboter. Jede Menge. Meine Kommunikation zu ihnen ist unterbrochen, aber ich kann dir sagen, wo sie sind, wenn du Interesse hast. Ja, natürlich. Sicher. Super. Warte mal kurz. Grundgütiger, ich orte mehrere Bots. Sei vorsichtig, ja? Grundgütiger? Wer sagt denn bitte sowas? Na du! Abtrünniger Roboter. Oh Gott, schon wieder gegen Roboter kämpfen. Ich rede jetzt erstmal mit Ada noch. Hey, Erne. Hallo. Ada, schön, dass Sie wieder da sind. Schnuckiputz. Ist alles wie gewünscht gelaufen? Ja. Ich habe ihr die Augen geöffnet. Sie tritt ab. Also war der Mechanist tatsächlich fehlgeleitet. Hat sie ihre Motive und Hintergründe preisgegeben? Sie wollte wirklich helfen. Wurde von ihrer Logik getäuscht? Nicht ihr Fehler. Na, ich glaube wirklich, dass sie helfen wollte. Vielleicht sehe ich das jetzt falsch, aber... Sie wollte den Menschen wirklich helfen und hatte keine Ahnung, was die Robohirne taten. Für sie zählte nur das Leben gerettet werden. Ein biologischer Unsicherheitsfaktor. Unglaubliche Unwägbarkeiten. Sie hat sicher gewusst, welches Risiko sie da eingeht. Vielen guten Menschen brachte der Mechanist Schmerz und Tod. Eine Schande, dass ein so genialer Geist wie der ihre solche Gräueltaten ermöglicht hat. Tja. Fehler, sie zu verschonen? Fragen wir mal. Meinst du, dass es ein Fehler war, sie am Leben zu lassen? Es wäre meinen toten Freunden gegenüber respektlos, wenn ich ja sagen würde. Obwohl meine Persönlichkeitsprogrammierung Rachegefühle verspürt, lehrten meine Freunde mich Gnade. Und Gnade kann sehr stark sein. Stimmt. Ich glaube... In ihrem Herzen ist sie gut. Sie hat einen Fehler gemacht. Einen großen. Und mit dieser Schuld wird sie leben. Ich verstehe Schuld auf gewisse Weise. Das ist zwar nicht die erhoffte Gerechtigkeit, aber es wird reichen. Dennoch weiß ich, dass der Tod meiner Freunde dazu geführt hat, dass das Commonwealth jetzt sicherer ist. Hätten wir die Roboter des Mechanist nicht aufgehalten, wäre der Schaden sicher enorm gewesen. Dies hätte jeden Fortschritt hier aufgehalten, wenn nicht sogar rückgängig gemacht. Dank dieses Wissens verzeichne ich endlich Gefühle von Zufriedenheit und Erfolg. Und das habe ich Ihnen zu verdanken. Oh, das hat sie aber schön gesagt. Mein Aderschnuggelchen. Oh, das hast du echt fein gesagt.
So, wo bist denn du jetzt hingelaufen? Überhaupt. Warte mal, da war der... Aha. Ja, genau. Da, hier wäre es direkt zum Mechanist gegangen. Control Center Storage. Da waren wir doch, oder? Sind wir da nicht auch irgendwie lang? Ach, da pennt die jetzt. Hallo, schlaf, wo geht's? Sparkles, passt auf. Zeichnung des Mechanist. Oh, ist ja süß. Vielleicht kann ich Ihnen etwas davon abnehmen. Wachbot-Modell? Schnabulatzmann auch? Wiedergabe. Komm, das machen wir heute alles in einen Aufwasch. Ach nee, doch nicht. Ja gut, das machen wir in der nächsten Folge. Dann schauen wir da mal weiter. Also, ciao. Bis zur nächsten Folge.